Brummifahrer können sich freuen. Ab Montag ist die Brücke in Sanssouci wieder ohne Einschränkungen zu befahren. Wir werden diese Woche fertig, bestätigte der Bauleiter der ausführenden Firma. Spätestens Samstag kommen die Schilder weg. Derzeit werden zwei Stahlträger unter das Gewölbe an der Traverse aufgehängt. Diese wiederum ist oberhalb der Stützpfeiler verankert. So werde ein Zusammenbrechen des Gewölbes verhindert, erklärte der Bauleiter weiter. Allerdings sei diese Maßnahme auf 5 Jahre beschränkt. Daher würden die Stahlträger auch nicht gegen Rost versiegelt, da dem dicken Stahl dieser in so kurzer Zeit nichts anhaben könne. Spätestens am Samstag will Straßen-NRW die Umleitung aufheben, sodass pünktlich zum Wochenbeginn der Schwerlastverkehr nach 4 Monaten wieder über die Brücke fahren kann.